Hallo zusammen, Crispy hier und willkommen zu einem kleinen Review der Piper 24250 Comanche von A2A Simulations, dem vielleicht besten Flieger für den Microsoft Flight Simulator 2020. Ich habe ihn mir angeschaut, ich habe ein paar Flüge gemacht, ich habe auch ein paar davon sogar schon online gemacht für euch und hier möchte ich euch ein kleines Review und ein Fazit zum Flieger geben. Ja, bevor ich auf den Flieger hier im Microsoft Flight Simulator selbst eingehe, vielleicht ein paar Worte, damit ihr besser einordnen könnt, worum es geht. Die Comanche wurde von 1957 bis 1972 produziert. Produktion wurde eingestellt, nachdem Hurricane vorbeikam und die Produktionshallen zerstört hat. Und wurde damals entwickelt, um eben der Beechcraft Bonanza, die es ja auch im Flight Simulator in der modernen Variante gibt, Konkurrenz zu machen. Ist also ein einmotoriges kleines Flugzeug mit vier bis sechs Sitzplätzen, je nachdem, welche Ausführung man hat. Ein paar Jahre nach der Ursprungsversion der 24180 kam die 24250. In den Bezeichnungen steht die hintere Zahl immer für die Motorisierung, in dem Fall hier die 250 mit einem 250 PS Motor, Ursprungsversion mit 180 PS. Es gab später auch noch weitere Varianten, zum Beispiel eine 260, es gab auch eine 260 mit Turbolader, die Turbo Comanche, was übrigens ein super Name ist. Und es gab auch noch ein paar wenige 400er Varianten und auch eine Twin Comanche Version mit zwei Motoren. Und hier haben wir eben die 250er Variante und so wie es aussieht eine frühe Variante, denn ab 1962 waren elektrische Klappen Standard und die hier Maschine, die hat immer noch rein manuelle Klappen. Ja, ein paar technische Infos, ganz grob, damit man das auch einordnen kann. Maximalgeschwindigkeit 165 Knoten, Cruisegeschwindigkeit etwa 157 Knoten, maximale Flughöhe 20.000 Fuß und eine Reichweite von 630 Meilen. Aber die Variante, die wir hier haben, hat an den Flügelspitzen noch diese wunderschönen runden Zusatztanks. Und damit hat sich die Reichweite noch mal ein gutes Drittel gesteigert, also an die 1.000 Meilen. Kann man mit dem Ding auf jeden Fall kommen. Also hohe Reichweite, zügige Geschwindigkeit, was will man mehr? Ich bin jetzt mal ins Cockpit gesprungen und ja, der Flieger an sich, ganz ehrlich, ich finde nichts mega Besonderes. Also die Comanche 250, also es ist ein netter kleiner General Aviation Flieger, gut zum VFA fliegen, aber das Flugzeug selbst, keine ausgefallenen besonderen Features. Aber die Version hier im Microsoft Flight Simulator, die hat ausgefallene besondere Features. Und dafür bin ich mal ins Cockpit gesprungen, denn das ist das, was ihr wahrscheinlich in der Werbung schon gehört habt, das, worüber alle reden. Die Simulation ist hier sehr akkurat gelungen und dafür hat A2A Simulations eine eigene Simulation quasi um den Flugsimulator herum gebaut. Die EQ-Sim oder EQ-Sim, ich bin mir nicht sicher, wie man es wohl richtig ausspricht, die zwei Dinge tut. Das eine ist wohl das Flugverhalten absolut realistisch zu simulieren, indem aerodynamische Kräfte ja außergewöhnlich realistisch simuliert werden, quasi außerhalb des Systems vom Flugsimulator. Und man hat einiges getan, um das Verhalten der Maschine insgesamt realistischer zu machen, also die Systeme. Ich gucke mal hier gerade auf meinen Spickzettel. Es gibt eine Simulation, die jeden einzelnen Zylinder im Motor simuliert. Das können wir hier auch auf dem Tablet einmal nachschauen. Dann kann ich mir nämlich angucken, wie hier die Zylinder gerade feuern und welche Temperaturen dabei herrschen. Großartig. Es gibt die Reifen reagieren je nach Untergrund unterschiedlich. Überhaupt die ganze Soundkulisse ist auch je nach Situation absolut genial unterschiedlich gemacht. Man hört den Wind draußen rumrauschen. Die Turbulenzen wirken sich je nach Beladung anders aus. Der Treibstofffluss ist wirklich akkurat simuliert und er kann sogar verschmutzen, verdrecken. Es gibt auch einen echten Verschleiß an der Maschine, der simuliert wird. Man kann am Boden einen interaktiven Walkaround machen, den ich euch auch noch zeige. A2A hat hier also gesagt, wir machen nicht einfach nur einen 0815 General Aviation Flieger. Wir machen einen 0815 General Aviation Flieger, aber in ultra realistisch, Study Level. Das war der Anspruch und
zumindest nach meinem Gefühl haben sie es erreicht. Ich bin kein echter Pilot, ich bin die Piper 2.4 noch nie in echt geflogen. Ich kann nicht beurteilen, wie realistisch es wirklich ist, aber es fühlt sich sehr realistisch an. Ja, wenn ihr mich fragen würdet, was sich denn so realistisch daran anfühlt, ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich es am besten beschreiben kann, und am Ende bin ich einfach drauf gekommen, es fühlt sich so realistisch an, weil nichts, was das Flugzeug macht, ist überraschend. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber was ich meine, bei anderen Fliegern, ihr kennt es, man zieht an der Steuerung, man rollt am Boden hin und her, plötzlich wirkt irgendwie die Steuerung zu stark, zu schwach, irgendwie unrealistisch. Man fliegt in der Turbulenz und man hat das Gefühl, der Flieger wird gleich auseinandergerissen, obwohl nur 10 Knoten Wind herrschen. All solche Dinge. Und all solche Dinge passieren hier in der Comanche nicht. Alles scheint nachvollziehbar, realistisch. Auch so Kleinigkeiten wie die Temperatur der Zylinder oder sowas. In anderen Fliegern kennt man es, wenn man das Gemisch einstellt. Ich gebe Treibstoff, erhöhe die Mixtur oder verringere sie. Und was passiert ist, die Temperatur der Zylinder verändert sich, aber sie verändert sich sofort. Hier in der A2A dauert es halt ein bisschen, bis sie angepasst ist. Und das ist auch wirklich cool. Man merkt wirklich, man hat wirklich das Gefühl, im Hintergrund, da passiert ganz viel. Das ist nicht nur so Window-Dressing, wie man so schön sagt. Das ist nicht nur so fürs Aussehen, sondern das sind Systeme, die eine echte Auswirkung haben und sich auch aufs Fliegen auswirken. Und das finde ich wirklich sehr cool gemacht. Ich bin jetzt nochmal hier zum Boden zurückgegangen, um euch nochmal auch zu zeigen, ohne dass ich irgendwas kaputt mache in der Luft, dass natürlich jeder Hebel und jedes Knöpfchen hier im Cockpit klickbar ist, funktioniert, inklusive natürlich auch der Sicherung, die ich hier ziehen kann. Also alles, was man sieht, was man theoretisch anfassen kann, kann man hier auch praktisch anfassen, inklusive Aschenbecher und hier sowas wie das Fenster. Das geht natürlich auch alles wunderbar. Türen aufmachen, alles kein Problem, alles simuliert, alles animiert. Finde ich wirklich schön, das macht ja immer für mich zumindest viel aus, dass es so die Entwickler gibt, die nochmal so ein kleines Stückchen weitergehen, als es unbedingt sein muss. Eine absolute Besonderheit, die diese Liebe zum Detail nochmal hervorhebt, ist der interaktive Walkaround, den ich euch einmal kurz zeigen möchte. Wir holen hier einmal das Tablet dafür raus und können hier einen Walkaround machen und können dann hier nach draußen gehen und einmal, ja, ich habe gehört, die Klappen müsste ich ausgefahren haben. Wir fahren einmal die Klappen aus, können also hier die Klappen kontrollieren, das passt. Wir können den Aileron testen, das passt. Wir können hier in den, das ist jetzt der rechte Flügeltank, den aufmachen, zack, und hineingucken, kontrollieren. Da sehen wir auch tatsächlich ein bisschen Sprit drin. Das passt also auch. Wir machen das wieder zu. Wir können hier unter dem Flügel den Flügeltank einmal anzapfen, kontrollieren. Jawohl, das sieht nach sauberem, einwandfreien Sprit aus. Wir können gucken, ob die Lichter vorhanden sind. Wir können hier einmal die Tragflächen losbinden. Dann sind wir hier auf der rechten Tragfläche. Wir können hier einmal in den Tank hineinschauen. Da sieht man auch, der ist tatsächlich voll. Wenn ich ihn hier weniger voll machen würde, rechte Tank, dann sieht man, dass die Flüssigkeit in dem Tank hier tatsächlich weniger wird. Großartig. Absolut, ich bin begeistert. Sehr schön, passt. Einmal zu. Wheelchocks können wir hier entfernen, damit wir gleich losrollen können. Hier nochmal das Ganze können wir auch überprüfen für den Flügeltank. Wir können unseren Propeller anschauen. Da können wir auch zwischen verschiedenen Propellermodellen wählen. Da komme ich aber gleich nochmal drauf. Können gucken, dass das Ganze können wir hier auch einmal fürs Motoröl machen. Und hier tatsächlich am Ölmessstab ablesen, wie viel Motoröl vorhanden ist. Dann geht das Ganze hier nochmal auf der anderen Seite. Quasi hier gibt es nochmal den Tank, die Wheelchocks, die wir entfernen können. Hier unser Pitot-Heat oder ohne Heat, unser Pitot-Cover, dass hier also Luftgeschwindigkeit gemessen werden kann, unser Fahrtenanzeiger richtig funktioniert. Tie-Downs lösen, Lichter kontrollieren, anderer Tank, nochmal anderer Tank, Aileron, Klappen. Hier den Static-Port gucken, dass der frei ist. Hinten einmal losbinden,
Und auch hier können wir gucken, dass das alles beweglich ist oder auch nicht. Und das ist auch sehr schön. Wenn wir Gepäck einladen wollen, können wir hier auch tatsächlich einfach mal quasi den Kofferraum aufmachen und auswählen, wie viel Gepäck wir einladen. Und ihr seht, der Flieger geht tatsächlich tiefer, wenn ihr mal darauf achtet. Ich räume das Gepäck nochmal aus. Gerade die großen Koffer machen hier einiges an Unterschied. So, und dann sind wir wieder im Cockpit. Und das ist einfach so ein Feature. Ist es fürs Fliegen an sich wichtig? Nicht wirklich. Also, ne, für das Fliegen im Flugsimulator. In normalen Fliegern. Aber hier, wo wirklich alles simuliert ist, auch ne, inklusive Treibstoffstand, inklusive Motoröl, inklusive Gepäck, das ich tatsächlich physisch einlade. Das macht vom Gefühl einfach nochmal so einen Riesenunterschied. Es fühlt sich einfach unglaublich real an, mit diesem Ding unterwegs zu sein. Und das ist wirklich krass. Das ist für mich ein neuer Standard, der auch tatsächlich meine geliebte Piper 2.8 von Just Flight deutlich übertrifft. Ja, dann habt ihr es hier schon von mir ein paar Mal in Benutzung gesehen. Es gibt hier ein Tablet, was mit dabei ist. Hier könnt ihr verschiedene Informationen zum Flug sehen, nochmal ein paar wichtige Zahlen nachschauen, die Checklisten durchgehen, die ich hier auch tatsächlich schon öfters benutzt habe. Das funktioniert hier auch wirklich gut. Ihr seht ja auch noch Infos zum Wind, Visibility, Temperatur, solche Dinge. Ihr könnt hier einstellen, quasi die gesamte, alle Schalter im Cockpit hierüber auch nochmal anstellen. Ja? Batterie an oder aus, die Lichter an oder aus, so wie ihr das gerne hättet. Ihr könnt es natürlich auch alles manuell machen. Ihr könnt hier den Autopilotenmodus einstellen. Ihr könnt einstellen, ob das Cockpit persistent sein soll. Das heißt, die Schalter in der Stellung gespeichert bleiben, in der ihr sie hinterlassen habt. Wenn ihr das nächste Mal wieder in den Flieger steigt virtuell, ist alles genauso, wie ihr es hinterlassen habt. Das Ganze funktioniert auch per Livery. Das heißt, wenn ihr eine andere Bemalung von dem Flieger verwendet, also quasi ein anderes Flugzeug, dann habt ihr auch ein anderes Cockpit-Zustand. Also es ist wirklich pro Flugzeug gespeichert, was absolut großartig ist. Es gibt hier noch ein paar Advanced Options, wo man noch auswählen kann, sowas wie groß soll denn hier die Verschleißrate sein, soll es irgendwelche Ausfälle geben oder nicht. Und ja, das kann das Fliegen durchaus aufregend und spannend machen. Ihr könnt hier die GPS-Variante noch auswählen. Ich habe jetzt hier das 530er für mich eingebaut. Es gibt aber auch die Variante mit dem 430er. Ganz ohne GPS beides, dann habt ihr hier eine große Suite oder das 750er, falls ihr ein 57 installiert habt. Ja, bei Fuel Payload, lass mich das mal kurz hier mein Lieblings-GPS einstellen. Bei Fuel Payload, wie gesagt, könnt ihr hier auftanken und auch die Zuladung einstellen, wie viele Leute hier noch im Flieger sitzen sollen. Auch wenn mir hier Bobby, der mit seinen 1000 Meilen Blick mir immer ein bisschen Angst macht. Und ja, gut, aber das geht. Ihr könnt es einstellen, finde ich auch sehr schön. Hier ist darauf zu achten, dieses Gewicht und den Treibstoff könnt ihr nur über das Tablet einstellen. Das im Standard Microsoft Flight Simulator eingebaute Menü hier, Weight and Balance, das hier, das funktioniert nicht. Das sollt ihr nicht verwenden dafür, weil es halt Probleme macht, weil A2A halt eine Simulation drumherum gebaut hat. Finde ich kreativ, die haben also die Limitierung vom Flight Simulator genommen und gesagt, wir bauen einfach was drumherum. Kann man so machen. Ihr hört, ich bin sehr angetan von dem Ganzen. Vor allen Dingen, dass trotz dieser ganzen Simulation, trotz des ganzen Aufwands, die Performance im Simulator echt gut ist. Also vielleicht liegt es daran, dass das irgendwie extern viel gemacht wird oder um den Simulator herum gebaut wurde. Die Performance ist wirklich gut. Das macht kaum einen Unterschied, ob ich jetzt hier in der Piper Arrow von Just Flight unterwegs bin oder hier in der Comanche von A2A, die, obwohl die Simulationstiefe viel größer ist, ist die Performance absolut vergleichbar. Deswegen die Frage auch mal so ein bisschen für mich, ist die Piper Arrow, war es bisher mein Lieblingsflieger in Microsoft Flight Simulator, gerade zum VFR-Fliegen. Und ich muss sagen, die Piper 2.4 hier, die Comanche, die gefällt mir tatsächlich einfach noch besser. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, die Piper Arrow kostet im Normalfall 40 Euro. Die Comanche hier kostet 50. Also 10 Euro Aufpreis, dafür aber so viel mehr an Simulationstiefe. Da würde ich sagen, ist der Preis durchaus gerechtfertigt. Bevor wir uns jetzt gleich den Flieger von außen einmal in Ruhe anschauen, noch ein Hinweis zu den Bemalungen bzw. den Liveries und ja, den weiteren Einstellungen, die ihr hier noch beim Flieger vornehmen könnt. Ihr könnt nämlich tatsächlich das Flugzeug
komplett customizen, wie es euch gefällt. Und das sieht dann so aus, dass ihr hier zum Beispiel einstellen könnt, möchte ich überhaupt die Tipp-Tanks, also die Außentanks hier haben oder nicht. Und wenn nicht, dann wird hier im Cockpit mal eben überklebt, so ein paar Zahlenwerte hier und hier dann die Treibstofftanks, dass ihr sie nicht aus Versehen auswählt. Finde ich sehr schön. Es gibt hier aber noch so ein paar andere Optionen. Ja, also wenn ich hier noch irgendwelche Wing Gap Seals installiere oder Fairings oder Soundproofing oder Tips oder den Propellerwechsel, auch das ist möglich. Und auch das hat tatsächlich Einfluss darauf, wie das Flugzeug fliegt, wie es sich anhört. Alles macht auch nicht, ist nicht nur optisch, alles hat auch einen echten Einfluss auf das Fluggefühl. Und das ist wirklich was Besonderes. Dann werfen wir mal einen Blick drauf, wie das Flugzeug so von außen im Detail aussieht. Und ihr ahnt es schon, ich habe nichts zu meckern. Es sieht einfach hervorragend aus. Selbst hier so die kleinen Schrauben am Propeller sehen wirklich gut aus. Die Texturen durchgehend knackig scharf. Mindestens bei den Liveries, die mit dabei sind. Jede einzelne Niete gut erkennbar. Hier noch eine Kleinigkeit. Ich habe bei mir das Nummernschild quasi geändert. Ich überlege gerade, wie der richtige Fachausdruck ist. Und witzigerweise, automatisch hat er mir hier eine Deutschlandflagge dran geklebt. Ich denke, wenn hier eine andere Kennung dran ist, eine französische oder eine britische, wird die Flagge entsprechend ausgetauscht. Das fand ich ein witziges kleines Gimmick. Ja, also selbst auch hier. Es sieht einfach wirklich fantastisch aus. Sogar hier die Bereiche unter den Flügeln. Die sehen einfach gut aus. Es ist nirgendwo Texturmatsch zu erkennen. Alles ist gestaltet, alles ist ausmodelliert. Voilà, unterm Boden wollen wir nicht nachgucken. Ja, also Detailtiefe ist absolut da. Und wirklich großartig. So, wenn wir jetzt hier im Cockpit sind, auch hier habe ich nichts zu meckern. Der einzige Kritikpunkt von mir ist, ich finde hier die Yokes, die Steuergriffe absolut hässlich. Ich habe keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Aber gut, man kann sie zum Glück ausblenden. Und auch hier, also es gibt so eine angenehme Abnutzungserscheinungen. Also man sieht, es ist nicht fabrikneu, das Flugzeug, aber alles ist noch gut lesbar. Interessanterweise finde ich hier unten sehr schön, hier wo die Treibstofftanks ausgewählt werden. Hier wird häufiger anscheinend mal drüber gegangen. Hier sind deutlich mehr Gebrauchsspuren als jetzt zum Beispiel hier am Notfallhebel fürs Fahrwerk, der wahrscheinlich noch nie benutzt wurde oder nur sehr selten. Und auch hier, also alles tippitoppi, knackig scharf, nichts zu meckern und wie gesagt, über die Aschenbecher funktionieren. Ja, viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Es sieht einfach richtig, richtig gut aus. Dann kommen wir zu einem Punkt, der mir persönlich immer sehr wichtig ist und wo ich schon mal vorwegnehmen kann, dass es auch hier echt gut gelungen ist, nämlich der Sound. Der Sound bei der Maschine ist großartig. Nicht unbedingt, dass der Motorsound besonders knackig ist oder so etwas, oder besonders wuchtig oder so, sondern das Besondere ist, dass wirklich alles Geräusche macht und man viel anhand der Geräusche wirklich hören kann. Ich habe noch keinen Flieger erlebt, bei dem der Wind so gut zu hören war wie hier. Ich habe noch keinen Flieger erlebt, bei dem ich so gut auch kleine Unterschiede in den Umdrehungen raushören kann. Man kann sogar hören, ob die Mixture richtig eingestellt ist. Habe ich mir sagen lassen, ich selbst hör da noch nicht den großen Unterschied. Aber man merkt schon während des Fliegens, dass sich die Soundkulisse durchaus ein bisschen verändert. Das Rollen am Boden ist total super, die Bremsen quietschen auch mal und man hört auch die Reifen wirklich in den Untergrund. Man hat das Gefühl wirklich, man rollt durch die Gegend und kleine Erschütterungen, alles klingt einfach wirklich richtig gut von innen. Von außen klingt die Maschine für mich wie Rasenmäher, das ist jetzt nichts super Besonderes, aber von innen als Pilot wirklich toll. Und damit ihr das mal selber hören könnt, wie es euch gefällt, machen wir einfach Folgendes. Ich werde die Maschine jetzt gleich einmal starten. Wir werden zur Startbahn rollen. Achtet dabei auch mal auf die Rollgeräusche am Boden. Dann werde ich eine Platzrunde fliegen und wieder landen und die Maschine abstellen. Und ich würde sagen, genießt einfach die Soundkulisse. Ihr könnt gern vorspulen, vorspringen, wenn euch das nicht so sehr interessiert.
oder da auch ein bisschen durchskippen, aber ansonsten würde ich sagen, zurücklehnen, Sound aufdrehen und einfach mal genießen. Ich halte in der Zwischenzeit meine Klappe. Thank you.
Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich fand das großartig. Ich mag den Sound wirklich sehr. Und nur, damit ihr es auch nochmal gehört habt, hier nochmal der Rasenmäher von außen. So, nachdem ich jetzt darüber geschwärmt habe, wie realistisch der Flieger ist, wie gut er sich anhört und wie toll er aussieht, kommen wir mal zu dem, worum es eigentlich geht. Das, womit wir die meiste Zeit verbringen, nämlich dem Fliegen an sich. Wie ist denn das Fluggefühl? Ich schalte dazu mal kurz den Autopiloten hier aus. Also, das Fluggefühl an sich ist, wie gesagt, durch die Simulation, die da drum gebaut wurde, hervorragend. Es fühlt sich wirklich absolut realistisch an. Und so im Alltag muss ich sagen, er ist super zum VFA-Fliegen. Er hat eine gute Sicht nach vorne. Sie könnte noch ein bisschen besser sein. Ich habe das Gefühl, die Decke, also ne, das, zwischen Cockpit-Oberkante hier und Decke könnte noch ein bisschen mehr Platz sein. Aber das geht. Das ist absolut ausreichend. Man hat zur Seite runter einen wunderbaren Blick. Die Flüge sind nämlich tatsächlich so ein Stückchen weiter nach hinten versetzt, sodass sie nicht komplett die Sicht versperren, sondern man hier ganz gute Sicht hat. Und ja, die Anzeigen sind alle super klar zu lesen, was eine Herausforderung ist am Anfang. Der Tacho hier zeigt die Geschwindigkeit in Meilen pro Stunde, nicht in Knoten an. Es sorgt am Anfang für Verwirrung, sorgt bei mir, wenn ich gerade im Stream bin, ständig für Verwirrung, weil ich immer von Knoten spreche. Ja, am Ende sind es Zahlen, man merkt sich halt bei 80 Knoten, denke ich immer, aber es sind 80 Meilen. Kann ich anfangen, die Nase hochzuziehen, bei 90 Knoten lande ich, bei 120 kann ich die Klappen ausfahren. Von daher, das passt schon. Das ist jetzt kein Riesenunterschied, das ist nicht so groß wie der Unterschied zwischen km/h und Knoten, wo man wirklich anfängt, in Zahlenbereiche zu kommen, wo man erstmal nachdenken muss, bin ich jetzt schnell oder langsam. Das geht ganz gut von der Hand. Wie gesagt, alles ist lesbar und ich hatte auch bei der Bedienung an sich keine Probleme. Der Flieger ist auch recht leicht zu bedienen, muss man sagen, trotz der Systemtiefe. Ist es halt so, ihr habt es ja vorhin gesehen beim Soundcheck, mit ein paar Handgriffen ist das Ding gestartet und man kann losfliegen. Bei Schlechtwetter ist es ein bisschen schwieriger zu starten, aber es gibt für alles auch Helferlein im Tablet. Man muss es sich nicht so schwer machen, man kann es auch alles sehr einfach machen. Ja, also von daher, Fluggefühl großartig, es macht wirklich Spaß. Er ist überraschend zügig unterwegs, der Flieger, also mit gut 160 Knoten unterwegs zu sein, da kommt man schon durch die Gegend. Und gerade wenn die Wingtanks voll sind, 160 Knoten und 1000 Meilen Reichweite, das geht schon, das geht ganz gut. Ansonsten, man kann ihn bei Tag und Nacht fliegen, Nacht eher nur so rudimentär. IFA ist ja auch tauglich, aber er hat kein Anti-Icing-System. Also er ist nicht dafür zertifiziert, in wirklich schlechtem Wetter zu fliegen, sondern eher, wenn es mal dunkel ist oder mal ein bisschen Nebel oder sowas aufkommt, das geht. Aber richtig Schlechtwetterflieger, nein, das ist er nun mal nicht. Dann kommen wir noch zu einem letzten Punkt, der mir auch immer wichtig ist, die Dokumentation und wie leicht ist der Einstieg. Hier muss ich sagen, es ist gut, aber es hat noch Luft nach oben. Ihr findet das Handbuch, auch wenn ihr den Flieger noch nicht gekauft habt, kostenlos. Da könnt ihr auch gerne mal reinschnuppern. Ich glaube, das gibt einen guten Eindruck. Wenn ihr auf die offizielle Seite geht, auf a2asimulations.com und dann hier zur Produktseite für den Flieger. Hier seht ihr auch nochmal, dass er gerade $50 kostet. Dann gibt es hier unten Download Manual und wenn ihr dann da drauf klickt, dann kriegt ihr dieses schöne PDF mit immerhin 58 Seiten. Das Handbuch beinhaltet ein paar nette Fotos und ein paar einführende Worte. Präsentiert nochmal die wichtigsten Features, technische Daten, hat die wichtigsten Performance-Tabellen, die man so braucht. Nicht alle, nicht super ausführlich, aber das Wichtigste. Geht nochmal so ein bisschen auf Weight and Balance ein, beschreibt die Systeme des Fliegers, die Triebwerke, das Fahrwerk, die Kontrollflächen, das Treibstoffsystem. Beschreibt die einzelnen Schalter im Cockpit, aber, jetzt kommt mein Aber, die Systeme, die hier beschrieben werden, diese werden nur oberflächlich beschrieben. Also ihr kriegt hier kein detaillierte, zum Beispiel beim Electrical System, es gibt nicht eine Zeichnung, welche Systeme wo wie zusammenhängen. Es gibt keine konkrete Beschreibung beim Fuel System zum Beispiel, wo genau da der Cut-Off-Tank ist oder so. Beim Heating System gibt es keine Zeichnung, wo genau die Luft vom Motor
dann in die Kabine kommt oder wo sie genau aufgeheizt wird, besser gesagt. Es ist gut, es gibt einen ersten Eindruck, es wird alles einmal irgendwie kurz beschrieben, aber eben nur kurz. Kein super detailliertes, in der Tiefe beschriebenes Handbuch. Es gibt einen guten Einblick, wie gesagt, da habe ich schon deutlich Schlechteres gesehen. Es gibt auch eine Checkliste hier, sehr schön, auch wenn man sie nicht braucht, weil sie tatsächlich im Flieger direkt vorhanden ist. Und es gibt einmal eine Sektion, die einen kompletten Flug von Start bis Abstellen kurz und knackig beschreibt. Es sind, wie ihr seht, drei Seiten mit ziemlich großen Bildern, also effektiv zwei Seiten Text. Ist meiner Meinung nach wenig. Es geht wieder nur auf, es geht alles einmal an, aber nicht super detailliert. Und es gibt auch ein paar Notfallprozeduren. Da wird aber auch wirklich nur die Checkliste euch zur Hand gegeben. Warum ihr diese Checkliste durchgeht, das wird auch, wieder gesagt, nur ganz oberflächlich erklärt. Ist ganz nett, wie gesagt, aber gibt es auch im Besser. Und das Tablet wird hier auch nochmal im Detail alle Screens erklärt. Es gibt auch noch so ein FAQ. Das fand ich ganz hilfreich tatsächlich. Wo aber die Antwort in der Regel ist, liest das Handbuch. Von daher, es gibt eine Doku, 58 Seiten sind nicht schlecht. Es könnte locker doppelt und dreifach so groß sein, um alles in Tiefe zu erklären. Aber was will man mehr? Es ist gut. Ja, dann zum Abschluss ein kurzes Fazit. Also insgesamt, es ist meiner Meinung nach der beste General Aviation Flieger, der beste VFA Flieger, kleines Flugzeug, wie auch immer ihr es benennen wollt, für den Microsoft Flight Simulator, das es aktuell gibt. Meine persönliche Meinung. Es ist auch die 50 Euro durchaus wert. Ich finde den Preis immer noch recht hoch, aber wie gesagt, im Vergleich zum Beispiel der Piper Arrow von Just Flight ist gerade mal 10 Euro teurer und bietet dafür deutlich, deutlich mehr. Ansonsten, wenn ihr noch gar keinen Flieger habt im VFA-Bereich, ich möchte an der Stelle auch die Piper Arrow von Just Flight nochmal, sie ist zurzeit zumindest im Sale, jetzt gerade wo ich das Video mache, für 25 Euro. Dafür ist es ein besserer Deal als hier die von A2A, gerade wenn ihr Einsteiger seid. Aber wenn ihr ein echtes Study-Level-Flugzeug wollt, ich glaube, es gibt gerade kein besseres, was den VFA-Bereich angeht. Von daher, von mir aus, eine absolute Empfehlung, eine 10 von 10. Ich habe, glaube ich, nichts an dem Flieger auszusetzen, was mir gerade spontan einfällt. Und in diesem Sinne hoffe ich, das Video hat euch gefallen und weitergeholfen. Wenn ja, hinterlasst mir gerne ein Like und einen Kommentar, wie eure Erfahrungen mit dem Flieger sind. Und abonniert den Kanal, dann kriegt ihr es auf jeden Fall mit, wenn ich damit mal wieder unterwegs bin. Wie gesagt, ein paar Flüge habe ich ja schon gemacht, die findet ihr dann auch auf meinem Kanal. Und ansonsten würde ich sagen, macht euch noch einen wunderschönen restlichen guten Morgen, Mittag, Abend oder wann auch immer ihr das gerade seht. Und bis zum nächsten Mal.